Hollywood streikt und immer mehr Stars zeigen sich mit ihren Kollegen solidarisch. So auch der Breaking Bad-Darsteller Bryan Cranston, der nun in New York City bei einer Kundgebung eine emotionale Rede hielt. Wie unter anderem die US-amerikanische Variety berichtet, hielt er am Dienstag bei einer SAG-AFTRA-Kundgebung am Times Square in New York City eine flammende Rede. Darin nahm er den Disney-Chef Bob Iger direkt ins Visier. "Wir haben eine Botschaft für Herrn Iger", sagte Cranston. "Wir bitten Sie, uns zuzuhören. Wir lassen uns unsere Arbeit nicht durch Roboter wegnehmen", rief Cranston emotional in die Menge. Dabei spielte der Schauspieler auf die Forderung der Schauspielgewerkschaft an, dass keine bzw. kaum künstliche Intelligenz in Filmen zum Einsatz kommen soll, um beispielsweise die Kosten bei Statisten und kleineren Rollen zu senken. Gerüchten zufolge werden Statisten für einen Tagessatz einmalig gescannt, um dann in Zukunft immer wieder neu in Filmproduktionen verwendet werden zu können. Außerdem forderte Cranston ein generelles Recht auf Arbeit seiner Zunft und einen angemessenen Lebensunterhalt. "Schließlich und vor allem werden wir nicht zulassen, dass ihr uns unsere Würde nehmt. Wir sind durch und durch Gewerkschaft, bis zum Ende",